So, ich schätze mal jetzt vom YouTube, dass das hier ein Livestream wird. Ich habe den Kanal Wolfgang Martin bei YouTube und bei Facebook, wo ich annähernd 5000 Freunde habe, die aber nicht sehr viel mit privaten Nachrichten blockieren. Ja, kann ich nicht mehr posten, weil angeblich mein Rechner oder eins meiner Datengeräte gehackt worden wäre. Ich habe das denen halt gemeldet, aber es kommt da kein richtiges Feedback. Deshalb versuche ich das bei YouTube zu dokumentieren. Ja. Natürlich könnten von diesen sogenannten, von diesen Facebook-Freunden, die könnten das natürlich, da wird es vielleicht auch ein paar geben, die mir wohlgesonnen sind. Die meisten sind wahrscheinlich aus einer Schutzgeldgemeinschaft angeheuert worden, mich mit persönlichen Nachrichten vollzumüllen. Scheinbar kommen viele aus dem afrikanischen Raum und aber auch arabische Schriftzeichen sind dabei. Man kann das in sozialen Netzwerken kommunizieren und wenn es bei Facebook nicht klappt, dann geht man halt zu Google Plus oder YouTube oder auch bei LinkedIn. Wobei ich LinkedIn, da habe ich eine offene LinkedIn-Gruppe gemacht. Die scheint auch nicht mehr offen zu sein. Die scheinen da, die machen da, was sie wollen, diese Netzwerkbetreiber. Und darin sehe ich eine große Gefahr auch für unsere Demokratie. Denn Cyberkriminelle, die für Geld alles machen, Hauptsache Geld, um die Energieeffizienz außer Acht lassen, dann bleibt unser Planet auf der Strecke. Also Geldeffizienz vor Energieeffizienz sollte nicht sein. Umgekehrt macht es mehr Sinn. Man könnte natürlich ein Geldsubstitut erstellen, das praktisch den physikalischen Begriff für Arbeit innehat. Ja? Gut, ich mach mal wieder eine Pause. 3 Minuten, 5 Minuten, das ist genug.